In Japan konnten die Rettungskräfte zwei Menschen lebend aus den Trümmern retten. Die Zahl der Toten und Vermissten liegt inzwischen bei mehr als 21.000. In dem von Erdbeben und Explosionen stark beschädigten Atomkraftwerk Fukushima hat sich die Lage nach offiziellen Angaben teilweise stabilisiert. Die Reaktorblöcke 1, 2, 5 und 6 verfügen demnach wieder über Strom. Frisch und gesund sieht er aus, der Spinat, aber die Japaner fragen sich, macht er krank, ist er radioaktiv verseucht? Auch heute werden wieder erhöhte Werte gemessen, im Spinat, aber auch in der Milch aus der Region Fukushima. Ungefährlich, sagen die Behörden, aber viele glauben das nicht. Hunderte protestieren auf den Straßen Tokios. Sie finden, dass die Regierung zu wenig tut und dass sie nicht ehrlich ist. Die Politik reagiert doch viel zu langsam und es ist offensichtlich, sie sagt uns nicht die Wahrheit. Unglaublich finde ich das. Die Lage im Atomkraftwerk Fukushima ist auch heute unübersichtlich. Noch immer kann niemand sagen, ob eine Kernschmelze stattgefunden hat oder vielleicht noch stattfindet. Der Betreiber erklärte, mehrere Blöcke sollen wieder Strom haben. Die Kühlpumpen liefen aber immer noch nicht. Reaktor 3 wurde auch heute wieder von der Feuerwehr mit Wasser bespritzt. Heute Morgen hieß es noch, der Druck steige trotzdem. Radioaktiver Dampf müsse deswegen abgelassen werden. Später wurde das wieder zurückgenommen. Über eine Woche nach dem Erdbeben und nach dem Tsunami steigt die Zahl der Toten noch immer. In den meisten Regionen wird gar nicht mehr nach Verschütteten gesucht. Bagger räumen die Trümmer weg. Und trotzdem, heute wurde eine 80-jährige Frau lebend entdeckt, gemeinsam mit ihrem Enkel. Beide hatten sich von den Resten aus einem Kühlschrank ernährt. Sie sind schwach, aber sie leben.